Wow. Mega, mega schön hier oben. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Es ist Herbst und wir sind endlich mal wieder in den Dolomiten. Dementsprechend ist gar nicht so viel los und wir werden eine grandiose Tour mit perfektem Blick auf die drei Zinnen machen. Herbst. Das ist aber der Monte Cristallo. Herbst, T-Shirt-Wetter. Es wird noch besser, auch wenn das hier schon verdammt gut ist, finde ich. Das Gute ist, dass wir nachmittags runterfahren werden und dann haben wir so eine gute Zeichnung wie jetzt in die Richtung auf die berühmten drei Zinnen. Mitte Oktober und es wird noch gebaggert und gehämmert. Krasses Bauwerk. Petra ist vorne weg, wie immer. Viele von euch werden es kennen. Wir sind am Weg Richtung Misurina. Sieht mal nicht so verkehrt aus. Wow. Misurina sehe jetzt noch mal ganz in Ruhe. Jetzt ist Herbst, es ist eben echt nicht ganz so viel los. Aber ansonsten ist die Region mittlerweile leider echt überlaufen. Ab jetzt geht's für uns richtig rauf. Wir sind mitten im Uphill zum Monte Piana. Allerdings, ab dem Misurina See ist hier Bikeverbot. Deswegen heißt Schieben statt Fahren. Der Trail ist schwer, aber richtig schön. Also ich würde sagen, das ist es wert. So schön ist es hier rauf. Das Fahrverbot ist übrigens, weil der Hüttenwert Shuttle mit dem Jeep und die Straße zu schmal ist für Bike-Gegenverkehr. Und dementsprechend ist es halt einfach verboten. Sehr schade, aber hilft nicht. Gegenüber von uns jetzt die drei Zinnen mit der Aronzo-Hütte. Und wenn man genau schaut, sieht man da halt auch krass viele Autos. Wahnsinn, zu was für eine Berühmtheit, die mittlerweile gekommen sind. Jetzt haben wir das Schiebestück da gleich hinter uns gebracht. Nur noch ein paar Meter. Der Monte Piana ist ja einer von den stärkst umkämpften Bergen im Ersten Weltkrieg. Dementsprechend hier die Denkmäler. Aber ich zeige euch oben dann mehr dazu. Mega, mega schön hier oben. Und jetzt zahlen sich die E-Bikes noch aus, weil man halt den Trail abhillen kann. Jetzt sind wir in dem Gebiet zwischen Monte Piana und Monte Piano. Einer der beiden war italienisch, der andere hat zu Österreich gehört. Dementsprechend war hier eben so viel kriegerisch geschehen. Da kommt sie gefahren. Die junge Frau mit dem hübschen E-Bike. Wow. Ein Wahnsinnspanorama. Hier sieht man eben noch die ganzen Überbleibsel vom Krieg. Das ist alles durchzogen von Schützengräben. Und hier wird dann so ein kleiner Unterstand gewesen sein, weil da eben sogar noch das Holz, meistens war das von den Dächern übrig geblieben, ist. Und ihr seht, also der ganze Weg geht eigentlich am Rande von Schützengräben entlang. Mittlerweile ist es eben alles ein Freilichtmuseum mit Holzbrücken über die Gräben drüber und hier nochmal ein Blick in die Schützengräben rein. Ja.
fährst jetzt eben die Strecke vom Piana zum Piano rüber. Und immer noch Teil des Museums. Da ist sogar noch betoniert im Schützengraben. Unglaublich, gefühlt wird der Ausblick jeden Meter immer noch besser. Aber warte, dann muss ich ja zu dir filmen, wenn der Ausblick immer noch besser wird. Ja. Oh, gut. Wer Berge liebt, kommt vermutlich nicht drum, das einen der schönsten Plätze der Welt zu nennen. Und ja, damals so viel Grausamkeit, weil die Gipfel einfach so nah beieinander liegen und alles befestigt und umkämpft war. Also schon krass. Und bei Zeiten wie jetzt wahrscheinlich verrückter denn je. Also wir sind ja so aufgewachsen, dass man gedacht hätte, dass sowieso nie mehr Krieg irgendwie in der Nähe gibt. Und jetzt wandelt sich alles ein bisschen und eigentlich müsste man die Leute alle hier hochschicken, die Gräben anschauen, die Knochen anschauen. Vielleicht würden die dann ein bisschen zur Vernunft kommen. Hier heißt jetzt die GoPro gut festhalten. So hatte ich das gar nicht mehr in Erinnerung. Krass! Aha. Ich glaube, das ist unser Trail da drüben. Uiuiui. Wir haben schon ein Vögelchenfreund gefunden. Aber ich glaube, der würde lieber Snickers haben, weil ich habe ihn genommen. Für alle, die überlegen, die Tour ebenfalls mit E-Bikes zu machen. Das hier ist der erste Grund, warum man sich das gut überlegen sollte. Und es kommt aber noch eine zweite Stelle, die ist noch mehr tricky. Wir sind natürlich dankbar, dass unsere Bikes jetzt nicht mehr so schwer sind. Und von dem her läuft es schon ganz gut. Da sieht man noch die alten Stromleitungen. Und da oben ist das Gipfelkreuz. Schön. Hier gibt es keine Entschuldigung, wenn man wegrutscht, dann war es das. Ich bin für sowas mittlerweile zu alt.
Ja, yeah, voll gut. Das ist jetzt die nächste Stelle, wo man schon ein bisschen stark sein muss, wenn man mit dem E-Bike unterwegs ist. So, und hier kommt jetzt noch eine, wo man es halt so richtig tragen muss. Da gibt es keine Option mehr, das abzustellen. Das Biber habe ich letztes Mal noch selber getragen. Mal gucken. Ich werde es mit dem E-Bike auch probieren. Aber mal sehen, ob das klappt. Haha. Trottel. Thank you.
Ich war heute so ein bisschen ruhiger, weil ich total gestoked war von dieser Tour. Danke an Petra, die mich da mitgenommen hat, muss ich auch mal Danke sagen. Sie hat schon mal gemacht, ich habe meine Kinnlade unten gehabt. Wir genießen noch die letzte Oktobersonne jetzt hier. Es geht fast unter, der Trail ist fast am Ende. Ja. Was sind deine letzten drei schönen Worte von der Tour? Ja, man sollte das Ende ja erst loben, wenn man es tatsächlich geschafft hat. Deswegen, ja, aber auf jeden Fall ist sie halt mega eindrucksvoll. Also die ist so wunderschön. Ich glaube wirklich, dass es für viele eventuell ein bisschen schwer zum Fahren ist. Man kann die aber auch wandern, das sind genau 1000 Höhenmeter. Und auch oben dieses Freilichtmuseum ist ein wirkliches Highlight. Also eigentlich kann man euch nur ans Herz legen, wenn ihr mal in der Gegend seid, macht es nach. Wenn es mit dem Radl zu krass ist, entweder eben mit diesem Shuttle, wobei ich den nicht so sehr unterstützen würde, weil ich das eher ein bisschen skurril finde. Da standen sie auch mit dem Jeep jetzt drin im Museum. Also von dem her, falls ihr sagen wolltet, die blöden Biker. Also es geht noch schlimmer. Jeep und Quad war unterwegs und das war definitiv schon in diesem Gelände. Ja, ja. Und dann, ja, das war schon absolut ein bisschen verkehrte Welt. Aber wir leben zurzeit auch in der verkehrten Welt und deswegen, genießt jeden Tag, wie wenn es euer letzter wäre, finde ich. Und danke. Ab in den Trail nochmal, oder? Ja, und jetzt wird es dann kalt im Wohnmobil. Davor graust es mir schon ein bisschen. Weil das ist ja das Herbstliche, was ich gar nicht so gern mag am Berg. Mega schön, es war super warm. Wir mussten uns nicht mal umziehen oben. T-Shirt-Wetter. Ja, wenn jetzt dann halt der Abend kommt, wo im Tal schon länger der Schatten drin hängt, weil der hängt da jetzt sicher schon 2 Stunden oder so, dann wird es schon richtig kalt sein. Und wir tauchen jetzt dann von 25 Grad zu 5 innerhalb von, weiß ich nicht. Ja, oder 10 vielleicht noch. Naja, wir werden sehen. Naja, auf jeden Fall, die Dusche muss ja dann auch noch draußen geschehen. Insofern wird ekelig. Wird nicht, weil es Wasser warm wird. Das ja, Wasser können wir mittlerweile ja aufheizen. Mittlerweile. Was für ein Luxus, genau. Ja, wir werden noch ein paar Touren jetzt hier machen. Toi, toi, toi. Und bis bald. Die Sonne ist zwar schon weg, aber von der Seite sieht es trotzdem noch richtig cool aus. Krasse Farbe. Mit dem Blick geht jetzt zurück zum Wohnmobil. Ende aus für heute. Keine Frage, wir kommen aber wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und schreibt in die Kommentare.